Im siebten Anlauf, davon vier mit dem neuen Trainer Christian Titz, gelang dem 1. FC Magdeburg endlich wieder ein Sieg, wodurch die Nicht-Abstiegsränge wieder in den Blick. Fußballerisch tritt der FCM unter dem neuen Coach ganz anders auf. Ausschlaggebend für den ersten Sieg war für Titz aber so sieht Erleichterung aus. Magdeburgs Trainer Christian Titz nach dem ersten Sieg unter seiner Regie. Imago Images Magdeburg ist unter dem neuen Trainer keine Kirmesgruppe, sagte Viktoria Kölns Verteidiger Maximilian Rossmann im Anschluss an die 2:4 Niederlage seines Teams gegen Magdeburg bei Magen. Ein großes Lob vom Gegner von Magdeburgs Coach, der seit seiner Ankunft 3 Niederlagen einsteckt nach trotz 6 Niederlagen am Stück. Einer schwierigen Anfangsphase und 0:1 Rückstands gab sich der FCM am Höhenberg nicht geschlagen, drehte mit einem Doppelschlag die Partie und spielte fortan geschlossen und Disziplinsieg hat der Gegner am Ende des Tages verdient. So Viktoria Trainer sind geschlossen als Mannschaft aufgetreten bereits gegen Wien Wiesbaden. 0:1. Am vergangenen Samstag hatte der FCM mit der neuen, offensiven Titzschen Spielidee überzeugt, aber keine Punkte. Es war klar, dass es einige Zeit dauert, sagte der FCM-Trainer nach seinem ersten Knackpunkt war, wie wir die Bälle in den Halbräumen erobert und dann schnell umgeschaltet haben, erklärte der 49-Jährige und führte noch einen weiteren Aspekt an. Wir sind geschlossen als Mannschaft aufgetreten, das war eine Wicht, da ging ein Ruck durch, die Jungs setzen unglaublich diszipliniert die Sachen um, die Samstag gegen Mannheim. Die Stimmung beim FCM ist spätestens seit dem wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten weiter am Steigen, die Situation bleibt gut. Nach wie vor befindet sich Magdeburg unter dem Strich und hat beispielsweise 4 Spiele mehr bestritten als Tabellen. 6 Pleiten in Serie hatten den FCM in diese Konstellation gebracht, jetzt tanken die Titzschützlinge. Mit dem ehemals suspendierten Jochen Gjalsuda als Kapitän, durch den ersten Erfolg in der Rückrunde wieder etwas Selbstvertrauen. Schon am Samstag soll dieses daheim gegen Waldhof Mannheim, 14 Uhr, live, der Kicker, in weitere Zähler umgemünzt werden. Dass die Trainer in der